Beim FC Carl Zeiss Jena sportlich geht es zwar aufwärts, aber das Geld fehlt. Fast 1 Million Euro groß ist das finanzielle Loch, in das Jena zu stürzen droht. Fürs Stopfen bleibt lediglich ein Monat Zeit. Was tun also? Etwas verkaufen? Die Stadt bietet ca. 350.000 Euro für die Rasenheizung. Aber Neupräsident Hartmut Bayer muss nicht nur ans Tafelsilber ran, sondern auch ans Personal. Es wird höchstwahrscheinlich zu, wie soll man das ausdrücken, dass wir mit den Spielern sprechen, Gehaltsreduzierung. Und wir werden versuchen, Bürgschaften zu erhalten. Von privaten Banken über private Kunden. Das ist unser Konzept. Die Winterpause steht kurz bevor. Muss der FC Carl Zeiss sich auch vielleicht vom einen oder anderen Gehaltsempfänger trennen? Das ist das Letzte. Oh, das klingt nicht gut, aber noch was kann den Klingelbeutel füllen. Jena verkauft auf einer Internetseite virtuell das Ernst-Abbe-Sportfeld. Ein Pixelplatz kostet zwischen 8 und 22 Euro. Leichter würde die Suche nach finanzkräftigen Investoren sicher mit sportlichem Erfolg werden. Gestern musste Carl Zeiss Jena auswärts ran. Auf der Fahrt nach Wiesbaden hat man vielleicht auch auf die Statistik geschaut, denn auswärts ist Jena immerhin das 8. beste Team. Rang 11 in der regulären Tabelle zu festigen oder gar zu verbessern war das Ziel. Und Ingo Hane sah keine unglücklichen Jenaer. Erleichterung bei Carsten Nulle. Keine Niederlage, bloß nicht blamieren, denn hier in Hessen, da ist er aufgewachsen. Also erstmal durchschnaufen und dann einfach mal ausbüchsen, so wie früher über den Schulhofzaun. Nur diesmal zum Vater und zur Mutter. Kurze Schulterklopfen. Aber der Herr Papa, der schaut gar nicht glücklich. Mein Vater ist immer relativ kritisch. Ich will mir mal anhören, was er zu sagen hat. Die Note vom Vater, die gab's zu Hause am Küchentisch. Vorher gab's jede Menge Zensuren vom Fachblatt Kicker und die sind überdurchschnittlich. Nulle hat den 4. besten Notendurchschnitt aller Drittliga-Fußballer. Trainer René van Eck, er setzt auf seine Siegerelf von vor einer Woche. Mit Orlando im Sturm. Gedankenschnell, antrittsschnell, aber allein auf verlorenem Posten. 10 Minuten gespielt. Stefan Kühne geht zu Boden, verletzt sich dabei am Knie. So stark, dass er das nächste Spiel wohl ausfällt. Für ihn kommt Amrain. Das die traurige Geschichte. Jetzt der amüsante Teil. Den leitet Nulle ein. René van Eck, früher mal Erstligaspieler in Nürnberg. Und wegen der Ballannahme, da muss er sich plötzlich beschimpfen lassen von der Wiesbadener Seite. Er soll das Spielfeld betreten haben. Hä? Was ist jetzt los? Hat einer etwas gesagt, oder was? Große Fresse. Ja, was? Ja, für was? Habe ich etwas gesagt, oder was? Der Ball war im Aus, ich weiß nicht genau, was er gemeint hat. Und dann habe ich einfach meine Meinung gesagt. Und dann war Ruhe auf der Wiesbadener Bank. Doch wer René van Eck kennt, der weiß, das ist ein echter Sportsmann. Ja, ich habe ihm noch eine Hand gegeben und das gehört dazu, das braucht's. Die Mannschaft in den ersten 45 Minuten viel defensiver als der Trainer. Und dann passiert sowas, Ziegner muss Ziemer bremsen. Freistoß Sebastian Reinhardt. Und plötzlich ist Alarm im Strafraum. Schmidt und Nulle behindern sich. Ralf Schmidt hat sich zum Glück nicht verletzt. So richtig Fahrt auf nimmt das Jena-Spiel nur bei Einzelaktionen wie hier von Amrain. Jena kämpft, aber mit der Brechstange allein, da drückst du vielleicht dünnes Blech weg, aber nicht die Abwehrmauer von Wien Wiesbaden. Noch ein jener Angriffsversuch. Thorsten Ziegner reibt sich auf, allein gegen Sebastian Reinhardt. Es läuft nicht und sowas ärgert den Kapitän. Meine Fresse! Hey! Wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass ich Fußball ohne Emotionen spiele, dann kann ich es auch lassen. So ist halt mein Spiel und ja, es wird dann halt auch mal lauter, aber nach dem Spiel ist alles vergessen, auch wenn dann mal ein paar deftigere Worte fallen während des Spiels. Vieles nur Stückwerk bei Jena,
Pässe erreichen die Stürmer kaum und wenn, dann oft per Zufall. Sebastian Hänge. Die größte Jenaer Möglichkeit nach 37 Minuten zu wenig. Für mich, für meinen Eindruck hat mir so ein bisschen der Mut gefehlt, nach vorne zu spielen. Und wenn wir es mehr getan hätten, dann denke ich, dass da mehr drin gewesen waren. Die feine Klinge führen, das fällt Jena schwer. Hier vielleicht mal Wuttke. Immerhin, er hält dagegen. Das Foul bringt eine gelbe Karte für Öztürk. Und einen Freistoß. Und das ist ein Fall für Ziegner. Thorsten Ziegner und Asani Lukimia im Nachschuss. Dann war auch Pause. Die gute Nachricht. In diesem Netz zappelte bislang noch kein Ball. Carsten Nulle also konnte halbwegs zufrieden sein. Nach dem Wechsel. Jena beginnt wieder zögerlich. Weigelt kann nahezu ungehindert flanken. Auf Ziegenbein. Und Reinhardt. Glanztat von Nulle. Seine Weste bleibt sauber. Jena im Angriff. Schlechte Ballannahme von Amrain. Und das bringt Ziemer ins Spiel gegen Lukimia. Der Ball um Haaresbreite im Aus. René van Eck. Benjamin Weigelt. Und 1:0. Fabian Schönheim nach 72 Minuten. Klar, die hier, die haben sich alle lieb. Und hier bei Jena, da gibt's Diskussionsstoff. Nulle und Ziegner, wer hat das Ding verbockt? Es war eben so, ich habe gedacht, er kommt gar nicht mehr ran. Habe mich dann zur Mitte bewegt, vom Pfosten weg. Und dann hat er ihn halt abgelenkt. Und deswegen war es ein Eigentor. Ja, geht dann halt rein. Aber Eigentor von Nulle, nee. Das Tor hat dann doch Schönheim geschossen. Schauen wir noch mal genau hin. Die Nulle-Cam hinterm Tor. Nulle dirigiert. Ziegner, der geht vom Pfosten weg und dann ist er drin. Also Nulle oder Ziegner. Keiner von beiden hat eine echte Chance. Der Ball springt unglücklich von Lukimia zu Schönheim. Sein Schuss verdeckt und hammerhart. Dieses Gegentor hatte aber auch was Gutes. Es war sowas wie der Wachmacher. Denn jetzt, nach 77 Minuten, da treten die Thüringer mal auf. Wuttke. Der schönste Spielzug von Zeiss. Über Ziegner. Auf Hänge. Sebastian Hänge. 1:1. Der 31-Jährige, oft gescholten. Zu Saisonbeginn, da schien er in einem Loch zu stecken, eine Formkrise. Jetzt 2 Tore in den letzten 3 Spielen. Er hier rettet Jena den einen Punkt und trotzdem ist er unzufrieden. Hänge glaubt, da war viel mehr drin. Froh, dass wir am Ende noch den Ausgleich schießen konnten, aber eigentlich bin ich mehr enttäuscht, dass wir hier nicht die 3 Punkte mitgenommen haben, was durchaus möglich war. Und ich bin der Meinung, dass wir relativ ängstlich agiert haben. Und für mich nicht ganz so verständlich. Vielleicht hat ja die Nachricht von dieser extremen finanziellen Schieflage Spuren hinterlassen in den Köpfen. Denn schließlich sagte der Präsident, in der Not müssen alle, also auch die Spieler, den Gürtel enger schnallen. Würden Sie als Spieler Abstriche machen im Gehalt? Ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt seit 6 Jahren wieder in Jena. Das ist mein Verein. Ich bin da groß geworden. Mit mir kann man über alles reden. Mir liegt Kaisers Jena sehr, sehr am Herzen. Und wir wollen nicht mehr weg aus Jena. Und auch nach meiner Karriere wollen wir in Jena leben. Und wir werden, denke ich, eine Lösung finden. Ich verzichte schon auf einen Teil jeden Monat. Seit Anfang Sommer. Und ich muss auch noch von irgendwo etwas leben. Die Mannschaft sagt, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Krise hat uns noch stärker gemacht. Also alle ziehen mit, schön zu hören, aber es wäre